Nachdem wir im letzten Schrauber-Tipp die verschiedenen Bauarten Überholung und Reparatur eines Vergasers besprochen haben, steht im zweiten Teil die Vergasereinstellung auf dem Programm. Eine Prüfung bzw. Einstellung kann im Zuge routinemäßiger Wartungsarbeiten wie einer Inspektion, einer Grund- bzw. Neueinstellung nach einer Zerlegung oder einem Um- oder Anbau von Luftfiltern oder Auspuffanlage sowie bei Problemen mit der Gasannahme notwendig werden. Dabei kontrolliert man in der Regel Standgasdrehzahl, Synchronisation sowie die korrekte Einstellung des Kraftstoff-Luftgemischs. Grundsätzlich gilt, dass vor Einstellarbeiten an einem Vergaser alle anderen Faktoren, die diese Arbeit beeinflussen könnten, Luftfilter, Ventilspiel oder Zündkerzen, gründlich überprüft werden und als Fehlerquellen definitiv ausgeschlossen sind. Auch wenn das im Einzelfall sehr aufwendig sein kann. Relativ simpel ist im Vergleich dazu die Überprüfung und Einstellung der Standgasdrehzahl, die je nach Motorbauart meist zwischen 900 und 1200 Umdrehungen liegt. Optimal ist sie, wenn der warm gefahrene Motor im Leerlauf stabil läuft und beim Ziehen der Kupplung und dem Einlegen des ersten Gangs nicht ausgeht. Bei den Einstellmöglichkeiten gibt es verschiedene Varianten. Ein- oder Zweizylindermotoren haben oft eine unten am Vergaser sitzende Anschlagschraube. Mehrzylindermotoren häufig eine zentrale Einstellschraube. Wichtig ist auch, dass der Gaszug ein korrektes Spiel hat. 0,5 bis 1 mm am Zug ergeben ca. 3 bis 5 mm Leerweg am Gasgriff. Es lässt sich meistens relativ einfach über eine Einstellschraube, entweder direkt am Gasgriff oder an der Seilzugaufnahme am Vergaser ändern. Da die Standgasdrehzahl aber auch von einem korrekt eingestellten Gemisch abhängig ist, wirken sich Änderungen in diesem Bereich auch auf die Drehzahl aus. Dazu später mehr bei der Gemischeinstellung. Für eine optimale Gasannahme sollten die Vergaser möglichst synchron laufen. Nur wenn alle Schieber bzw. Drosselklappen gleichmäßig arbeiten, bekommen auch alle Zylinder die gleiche Menge Frischgas und nur dann stimmen Laufruhe, Ansprechverhalten und Verbrauch. Vergaser müssen vor allem dann synchronisiert werden, wenn das Ventilspiel neu eingestellt wurde. Ebenso natürlich auch nach einer kompletten Zerlegung, sowie standardmäßig im Rahmen einer großen Inspektion nach ca. 12.000 Kilometern. Synchronisieren muss man aber nur Motoren mit mindestens zwei Vergasern und mindestens zwei Zylindern. Dazu braucht man die Vorgaben des Herstellers bezüglich der Drehzahl, in der Regel zwischen 1000 und 2000 Umdrehungen pro Minute, und der Vorgehensweise, außerdem Schläuche, Adapter sowie einen Synchrontester. Das können klassische Unterdruckuhren sein oder elektronische Messgeräte, wie zum Beispiel der SINX. Geprüft wird bei warm gefahrenem Motor, das heißt ca. 80 Grad Öltemperatur. Da der Motor beim Einstellen natürlich laufen muss, sorgt man unbedingt für eine ausreichende Belüftung. Am besten stellt man die Maschine vor die Garage. Zum Verstellen der federbelasteten Einstellschrauben braucht man meist einen passenden, überlangen Schraubendreher. Handelt es sich nicht gerade um einen Boxer oder quer eingebauten V2, also eine BMW oder eine Moto Guzzi, ist eine Tankdemontage unvermeidbar, um an die Einstellschrauben am Vergasergestänge zu gelangen. Da der Motor zum Laufen Benzin braucht, muss man für eine entsprechende Zufuhr sorgen. Das passiert entweder durch eine Benzinflasche, so etwas gibt es im Zubehör, oder eine Zuleitung zum demontierten Tank. Der muss dann aber so hoch platziert werden, dass die Fallhöhe bei Motorrädern ohne Benzinpumpe für die Benzinversorgung ausreicht. Zwischen Drosselklappe bzw. Schieber und Ansaugkanal jedes Zylinders befinden sich entweder schon ein Anschlussstutzen mit einer aufgesteckten Gummikappe oder Schrauben, die erst entfernt und dann durch einen passenden Adapter ersetzt werden. Dabei unbedingt auf die kleinen Dichtscheiben achten, die nicht verloren gehen dürfen. Vor der eigentlichen Synchronisation ist es wichtig, die Messgeräte abzugleichen bzw. zu kalibrieren. Dazu sollte man unbedingt die entsprechenden Angaben der Hersteller beachten, damit die Ergebnisse auch genau sind und die empfindlichen klassischen Unterdruckuhren nicht wegen unzureichender Dämpfung beschädigt werden. Die serienmäßigen Drehzahlmesser sind zwar zur Orientierung für den Fahrer beim Fahren sehr brauchbar, als Hilfsmittel für die Vergasereinstellung allerdings nur bedingt zu empfehlen.
Besser ist es, einen möglichst genauen externen Drehzahlmesser zu verwenden. Bei den qualitativ hochwertigen digitalen Synchrontestern ist das meist nicht notwendig, denn sie zeigen praktischerweise die exakte Drehzahl schon im Display an. Sind Adapter und Schläuche am Synchrontester angeschlossen, kann bei laufendem Motor der Unterdruck gemessen werden. Nach dem Einstellen der vorgegebenen Drehzahl, sie liegt meist zwischen 1000 und 1300 Umdrehungen, kann man die Vakuumdifferenz zwischen den Zylindern ablesen. Ist sie größer als 20 Millibar, verändert man die Drosselklappen bzw. die Gasschieberstellung der einzelnen Vergaser zueinander, indem man die Einstellschrauben am Vergasergestänge entsprechend rein- oder rausdreht. Vergaserbatterien an Vierzylindermotoren haben in der Regel drei Einstellschrauben. Je eine, um die beiden rechten und die beiden linken Vergaser abzugleichen, und eine weitere, um die Übereinstimmung zwischen allen vier Vergasern herzustellen. Bei anderen Bauarten gibt es bei einer Mehrvergaserbatterie häufig einen Bezugsvergaser, auf den die anderen per Einstellschraube abgestimmt werden. Zwischendurch erhöht man immer mal wieder kurz die Drehzahl bis auf ca. 3000 Umdrehungen. Der Motor sollte dabei sauber Gas annehmen und die angezeigten Werte sollten im Idealfall gleichmäßig ansteigen bzw. abfallen. Das Ziel ist eine möglichst geringe Vakuumdifferenz, damit in allen vier Vergasern auch der gleiche Unterdruck herrscht. Eine absolut genaue Synchronisation ist allerdings normalerweise nur für eine bestimmte Drehzahl, also eine bestimmte Stellung der Klappen bzw. Schieber möglich. Es ist daher sinnvoller, die Synchronisation bei verschiedenen Drehzahlen im unteren Bereich nochmals zu überprüfen, als nur bei einer Drehzahl ganz exakt abzugleichen. Vorausgesetzt, man plant genügend Zeit ein, lassen sich mit ein bisschen Geduld und Geschick oft hervorragende Ergebnisse erreichen. Beim Abbau des Synchrontesters und der Schläuche bzw. der Anschlussstutzen prüft man, ob die Gummikappen auch richtig auf den serienmäßigen Stutzen sitzen. Sind sie ausgehärtet oder porös, müssen sie natürlich unbedingt erneuert werden. Falls Verschlussschrauben montiert sind, werden diese mit dem passenden Drehmoment und den zugehörigen Dichtscheiben in die Anschlussbohrung eingeschraubt. Als Messgerät verwende ich seit vielen Jahren den digitalen Synchrontester SYNCS in der Version Classic, der preislich in akzeptablem Rahmen ca. 350 Euro liegt. Intuitiv in der Bedienung und mit interessanten Zusatzfunktionen ausgestattet, glänzt er außerdem mit einem umfangreichen Zubehör. Adapter, Schläuche, Gummikappen und vieles mehr gehören zum Lieferumfang. Das Ganze ist auch noch prima in einer stabilen Tasche verpackt. Was will man mehr? Die digitale Anzeige kann für die gleichzeitige Messung von 2, 3 oder 4 Zylindern eingestellt werden. Im Betrieb wird der Ansaugunterdruck mit Balken und Zahlen dargestellt und praktischerweise zusätzlich die exakte Drehzahl angezeigt. Eine Umstellung des Displays auf die sogenannte Differenzdruckanzeige zeigt per Balkendiagramm sehr schön die positiven oder negativen Abweichungen jedes einzelnen Zylinders. Außerdem kann der SYNCS den kompletten Druckverlauf aufzeichnen und die Spanne zwischen Maximal- und Minimalwert grafisch darstellen. Zeigen sich dabei größere Abweichungen zwischen den Zylindern, deutet das auf Fehler wie zum Beispiel Undichtigkeiten oder Probleme bei der Ventileinstellung hin. Der letzte Schritt zur perfekten Vergasereinstellung ist die Gemischregulierung, die entweder über eine Leerlauf-Luft- oder eine Leerlauf-Gemischschraube erfolgt. Da sich die Schrauben nicht von selbst verstellen können, ist eine Einstellung in der Regel nur in besonderen Fällen, zum Beispiel nach einer Zerlegung notwendig, aber auch durch den Anbau von Zubehörluftfiltern oder einer anderen Auspuffanlage, die den Luftdurchsatz verändern, kann eine Überprüfung und Neueinstellung des Gemischs notwendig werden. Einen ersten Hinweis auf ein korrektes Gemisch erhält man durch das Zündkerzenbild. Im Idealfall ist das Lastbild nach einer längeren Autobahnfahrt der Kerze rehbraun. Eine schwarze Kerze deutet auf ein zu fettes, eine grau-weiße auf ein zu mageres Gemisch hin. Die entsprechenden Angaben zur Gemischregulierung, das heißt zum Beispiel die Umdrehungszahl beim Einschrauben, findet man im Werkstatthandbuch. Sie wird über Einstellschrauben vorgenommen, die allerdings manchmal schwer zugänglich sind. Dann braucht man entsprechendes Werkzeug, wie zum Beispiel einen Winkelschraubendreher. Im Prinzip gibt es zwei unterschiedliche Systeme. Eine Leerlauf-Luftschraube regelt das Gemisch über die Luftzufuhr und ist daher am Ende relativ breit.
Ist sie zu weit ausgedreht, magert das Gemisch beim Gasgeben ab. Ist sie zu weit eingedreht, ist das Gemisch zu fett. Eine Gemischregulierschraube regelt dagegen den Durchfluss von zusätzlichem Benzin und hat am Ende eine ganz feine und empfindliche Spitze. Hier ist es genau umgekehrt. Ist sie zu weit ausgedreht, überfettet der Motor beim Beschleunigen. Ist sie dagegen zu weit eingedreht, bekommt der Motor nicht genug Sprit. In beiden Fällen dreht er nur unwillig hoch. Die besten Ergebnisse bei der Einstellung ohne weitere Hilfsmittel erzielt man mit der sogenannten Drehzahlerhöhungsmethode, für die man allerdings eine gewisse Erfahrung und etwas Geschick braucht. Dabei stellt man zuerst die Leerlaufdrehzahl auf den vorgegebenen Wert ein. Anschließend werden die Einstellschrauben nacheinander ganz vorsichtig im Uhrzeigersinn gedreht, bis der Motor plötzlich aussetzt oder die Drehzahl abfällt. Danach dreht man entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der Motor erneut aussetzt oder die Drehzahl wieder abfällt. Optimal ist es, wenn die Schrauben möglichst genau zwischen diesen beiden Extremstellungen zentriert werden. Die dann eventuell erhöhte Leerlaufdrehzahl wird anschließend wieder korrigiert. Wesentlich einfacher und genauer ist die Einstellung des Gemischs mit Hilfe einer sogenannten Collar Tune. Das ist eine Art Spezialzündkerze mit einer interessanten Besonderheit. Dank eines speziellen Glasbodens in der Kerze kann man bei laufendem Motor in den Brennraum hineinschauen. Es gibt sie in verschiedenen Größen und zum Set gehören Reinigungsmaterial, ein Hochspannungsverlängerungskabel für den Anschluss an den Kerzenstecker sowie eine Art Spiegelaufsatz für Motoren mit einem tiefen Kerzenschacht. Je nach Ausführung kostet sie zwischen 70 und 120 Euro und ist damit ein erschwingliches Tool für den Hobbyschrauber. Wenn die Collar Tune anstelle der Zündkerze eingebaut ist, kann die Flamme des Verbrennungsvorgangs durch den Glasisolator beobachtet werden und entsprechend korrigiert werden. Ein bunsenblauer Farbton zeigt die richtige Einstellung an. Und das sieht dann so aus. Längere Laufzeiten und hohe Drehzahlen sollte man aber vermeiden, da die Kerze sonst durch Überhitzung beschädigt werden könnte. Wenn man, wie in den meisten Fällen, nur eine Collar Tune hat, kann man die Zylinder natürlich auch nur nacheinander prüfen. Dank einer umfangreichen Dokumentation und eines zum Set gehörenden Diagnoseschemas bzw. Prüfbaums kann man außerdem einen eventuell vorhandenen Fehler gut eingrenzen und anschließend beheben. Nach der Theorie nun die Praxis. Die Honda 750 ist ein sehr gutes Beispiel für die weit verbreiteten Vierzylindermotoren japanischer Bauart. Vier Vergaser bedeutet natürlich auch viel Einstellarbeit und der zeitliche Aufwand ist manchmal erheblich. Nach dem Lösen der hinteren Befestigungsschraube des Tanks kann man ihn ein Stückchen anheben, mit einem passenden Holzstück fixieren und die sich unter dem Tank befindenden Schläuche entfernen. Danach lässt er sich problemlos abnehmen. Sinnvollerweise sollte man ihn nicht gerade vorher vollgetankt haben, sonst ist der Tank sehr schwer. Ich lege ihn beim Synchronisieren immer auf einen kleinen Tisch neben der Maschine. Dabei muss man allerdings unbedingt die Fallhöhe beachten. Dann verbinde ich ihn mit einer Schlauchverlängerung per Schnellverbinder mit dem Vergaser. Da die 750 einen Unterdruckbenziner besitzt, braucht man noch einen Extraschlauch und ein T-Stück, das mit einem der Unterdruckschläuche verbunden wird. Nur so kann Benzin aus dem Tank während des Synchronisierens nachlaufen. Die Schrauben am Ansaugkanal habe ich bei der 750 dauerhaft durch Anschlussstutzen ersetzt und muss deshalb nur die Gummikappen entfernen und die Schläuche aufstecken. Von den drei Einstellschrauben für die Synchronisation befindet sich jeweils eine zwischen Zylinder 1 und 2 und 3 und 4, sowie eine weitere in der Mitte, die allerdings wegen des Rahmens nicht ganz so gut zugänglich ist. Die vorgegebene Drehzahl beträgt 1800 Umdrehungen pro Minute. Bei der Synchronisation spielt der Sinks dann seine Vorteile aus. Nach der Umstellung auf die Differenzdruckanzeige ist die Einstellung ein Kinderspiel. Trotzdem dauert der gesamte Vorgang gute 20 Minuten. Die Überprüfung des Gemischs mit der Collar Tune Kerze ist ebenfalls simpel, da die Kerzen der 750 gut zugänglich sind. Bei den beiden mittleren verwende ich allerdings einen magnetischen Kerzenschlüssel und tausche die Kupferdichtscheibe gegen eine Metallscheibe. Falls sie von der Collar Tune abrutscht, kann ich sie leicht mit einem Magnetstab rausfischen. Da das Gemisch bei allen vier Zylindern erwartungsgemäß perfekt ist, muss auch nichts eingestellt werden.
Das ist auch gut so, denn bei der Honda sind die Gemischregulierschrauben von unten in die Vergaserbatterie eingeschraubt und deshalb sehr, sehr schlecht zugänglich. Sie lassen sich nur mit einem Spezialwerkzeug oder einem passenden Winkelschrauber erreichen. Im Gegensatz zur 750 ist die Synchronisation und Kontrolle des Gemischs an der NTV schnell erledigt. Sie hat einen simplen Benzinhahn und da der Tank nur auf dem Rahmen aufliegt und nicht aufgesteckt ist, habe ich ihn mit einem Klappmechanismus versehen. In Verbindung mit den ebenfalls schon montierten Schnellverbindern an der Benzinleitung und einer passenden Verlängerung gehen die Tankdemontage und der Anschluss der Benzinzufuhr deshalb blitzschnell. Der Abgleich der Vergaser wird bei dem V2-Motor nur über eine einzige Schraube geregelt. Direkt über den Vergasern sitzt allerdings der Luftfilter und verhindert so einen ungehinderten Zugang zum Vergasergestänge. Der Luftfilterkasten hat deshalb ein schmales Loch, durch das die Schraube gut erreichbar ist. Da man sie aber nicht sehen kann, ist das Aufsetzen des Schraubendrehers durch vorsichtiges Ertasten am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig. Die seitliche Abnahme am Ansaugkanal ist zwar gut zugänglich, aber beim Entfernen der Verschlussschrauben kann man sich schon mal schnell die Finger an den Auspuffkrümmern verbrennen. Ich schraube die Anschlussstutzen deshalb bei kaltem Motor ein, verschließe sie mit einer Gummikappe und fahre den Motor erst dann warm. Der eigentliche Abgleich der Vergaser ist in wenigen Minuten erledigt. Die vorgegebene Drehzahl beträgt 1200 Umdrehungen. Sofern eine Gemischregulierung notwendig wäre, sind die seitlich in den Vergaser sitzenden Regulierschrauben ebenfalls sehr gut erreichbar. Und dank der gut zugänglichen Kerzen lässt sich auch die Kollertürkerze problemlos ein- und ausschrauben.